Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde da draußen, die Shisha-Warntester, Shisha-Olli und B2B begrüßen euch zu einem neuen Video. Und dieses Mal stellen wir euch etwas vor, das wirklich einzigartig ist in unserem Fall jetzt, denn wir haben hier eine Chini Skyline, Freunde, die ursprünglich einmal so ausgeschaut hat, beziehungsweise kommt drauf an, wenn ihr die Clear habt, habt ihr natürlich nicht die Verzierungen hier oben. Und wenn man dann das nötige Kleingeld hat, kann man sich bei dem lieben Mike von Manhattan Trends eine Custom Shisha zusammenstellen lassen. Denn dieser Mann ist seit 5 Jahren selbstständig und macht jetzt fast nichts anderes mehr als solche individuellen Gestaltungen, Lackierungen und so weiter und so fort. Und das ist dann zum Beispiel ein Endprodukt, das ihr bei ihm in Auftrag geben könnt. Das ist jetzt eine Rammstein-Variante. Wie man schon sieht, schön im Rammstein-Style, schön in Schwarz gehalten. Da draußen gibt es übrigens einen Birdfight. Schön in Schwarz gehalten. Das heißt, von der Bowl angefangen, mit dem Rammstein-Logo auf der anderen Seite, das Gesicht vom Frontmann Till, dann schön mit Flammen und Sternen und so weiter verziert. Hier in der Mitte, wo das Tauchrohr eingesteckt wird, sieht man hier schon die Boxen, ja, die man ja von Rammstein auf den Konzerten auch immer sieht, die über Meter groß sind zum Beispiel. Dann hier habe ich einen Auftrag gegeben, die Namen aller Bandmitglieder. Und obendran der Kohleteller mit passendem Titelnamen Feuerfrei. Und das alles gesamt habe ich so ihm gesagt, wie ich es haben möchte. Also ihr könnt selber bestimmen, wie eure Pfeife im Endeffekt dann ausschauen soll. Also das könnt ihr alles dann mit dem Mike ausmachen. Und er schickt euch dann immer wieder nach einem gewissen Abstand, sage ich mal, von einem Tag circa, je nachdem wie lange und wie aufwendig diese Prozedur eben ist, dann gleich mal ein Zwischenergebnis, in dem ihr dann sagen könnt, das sieht gut aus, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen noch was dran ändern und so weiter, also skizzentechnisch. Und dann, wenn du sagst, okay, jetzt passt's, dann macht ihr das Teil dann final fertig, dann habt ihr dann im Endeffekt 2-3 Tage später schon die Bowl zum Beispiel fertig, wo ihr dann schon mal sehen könnt, okay, so sieht das Ganze dann auf der Shisha dann letztendlich aus. Und ja, wie gesagt, also ihr könnt das alles selber nach Wünschen gestalten lassen, wie ihr wollt. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, schon eine wunschlos glücklich Variante. Man kann aber natürlich noch ein bisschen mehr drauf packen. Wenn man zum Beispiel das Video vom Steini vom Shisha-Keller angeschaut hat, da sieht man, man kann noch bisschen extravaganter machen, indem man dann zum Beispiel so Edelsteine auf die Shisha noch drauf kleben kann. Dann ist es natürlich jetzt bei dieser Pfeife mit diesem Motiv nicht gerade passend. Passt ja nicht wirklich so bling bling zu Rammstein, aber zu eurem Thema zum Beispiel würde das dann eventuell auch noch passen. Das ist natürlich dann alles eine Frage des Designs, je nachdem wie ihr es dann im Endeffekt haben wollt. Und ja, also ich würde sagen, bevor wir jetzt mal weiter drauf eingehen, zeigen wir euch jetzt die Pfeife mal in der Detailaufnahme, denn so sieht man ja nur eine Seite von dieser Shisha, aber ihr habt ja die andere Seite noch nicht gesehen, wo eben auch der Till zu sehen ist, also der Frontsänger von Rammstein. Das zeigen wir euch jetzt einfach mal in der Nahaufnahme mit Video und mit Foto. Und da sieht man schon, da ist wirklich jedes Detail mit drauf, was sich ein Rammstein-Fan wie der Olli so wünscht. Ja, währenddessen das durchläuft, kann der Olli ja mal seinen ersten Eindruck, als er die Pfeife zum ersten Mal gesehen hat, schildern. Olli, was war denn so das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist und so weiter? Erzähl was. Ja, der Erste Eindruck war klar einfach nur wahnsinniger. Das habe ich aber auch gesagt beim Auspacken. Also sprich, die oberste, ihr kennt es, wie die Chinis verpackt sind, teilweise in einem Karton mit Styropor-Verpackung. Styropor rauszogen, Rammstein sehen, Styropor fallen lassen und wir sagen wahnsinnige. Also, er war geflasht. Ja, eindeutig. Also, es war wirklich der Wahnsinn. Vor allem, wenn einem der Till erstmal angrinst, oder ja, angrinst in dem Fall nicht, aber wenn der so rausguckt, weil der war halt richtig schön nach oben reingelegt, gerade, dass man gleich ihn sieht. Also, ich kann es euch sagen, es war ein Geschenk
für Olli seinen 30. Geburtstag. Es haben mehrere Leute zusammengelegt, um das Ganze zu verwirklichen, weil das Ganze ist kein Schnäppchen. Und deswegen hat sich das halt dann angeboten, zusammenzulegen bei einem Geburtstag. Und ja, da der Olli ja schon seit Kind auf ein Rammstein-Fan ist und jetzt, nachdem er auch Rammstein ein paar Mal live gesehen hat, noch mehr Rammstein-Fan geworden ist und sich dadurch auch das Tattoo stechen lassen hat damals im Knack, war mir eigentlich klar, es gibt kein besseres Geschenk für ihn, weil was will man denn einem schenken, der schon alles in Sachen Shisha hat bzw. kennt, ja? Da dachte ich mir, okay, dann machen wir doch einfach das ultimative Geschenk. Und so kam es dann eben, dass ich die Shisha im Rammstein-Style in Auftrag gegeben habe bei Manhattan Trends. Und ich bin mehr als zufrieden. Die Arbeit ist wirklich super geworden. Man hätte es nicht besser machen können. Sie ist nicht zu sehr, ich sage jetzt mal, verschnörkelt worden oder sonstiges. Also sie ist perfekt. Von der Bowl an bis zum Kohleteller nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist genau richtig passend zu dem Thema Rammstein geworden. Ja, und jedes Detail wurde mit eingebracht in diese Shisha. Sie sieht wirklich nur noch geil aus. Das, wenn man sie live sieht, sieht sie noch besser aus wie jetzt auf dem Video. Denn wo ich sie auf den Fotos gesehen habe, war ich schon begeistert. Aber wo ich sie dann das erste Mal live ausgepackt habe und zusammengesteckt habe, da ja, war ich schon ein bisschen neidisch, dass es nicht meine Pfeife ist. Weil die ist wirklich einfach nur geil geworden. Und ja, also ich denke, ihr habt es auch gerade gesehen in der Detailaufnahme. Die ist wirklich nur abartig geworden. Und ich kann auch nur noch mal sagen, die Pfeife ist nicht günstig, es ist kein Schnäppchen, aber ich finde, für diesen Aufwand, er hat fast einen Monat gebraucht dafür, ist es gerechtfertigt, was man dafür dann hinblättert. Also für diese Ausführung zahlt man normalerweise 480 Euro, natürlich ohne Pfeife. Die Pfeife müsst ihr natürlich Manhattan Trends zuschicken oder sagen, du möchtest die oder die Pfeife, zum Beispiel eine MPS oder so, dann wird die für euch besorgt. Aber wenn ihr schon eine Pfeife zu Hause habt, dann schickt die ihm einfach versichert zu und dann besprecht ihr alles Weitere, gegebenenfalls schon vorher, damit man schon weiß, ob es verwirklichbar ist oder nicht. Und dann müsst ihr ungefähr 4 bis 6 Wochen einplanen, bis die Pfeife dann wirklich fertig ist. Und wie schon gesagt, 480 Euro ist kein Schnäppchen, aber wie gesagt, ich finde es gerechtfertigt für das, was ihr im Endeffekt dann bekommt. Ihr bekommt eine einzigartige Pfeife, die es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten gibt. Und es ist ja auch keine Pfeife, die man dann wirklich täglich verwendet. Der Olli war schon am Überlegen, ob er sie überhaupt mal anschmeißen soll, denn die ist ja fast schon zu schade zum Rauchen. Ja? Da waren wir ja wirklich schon am Überlegen, sollen wir denn überhaupt ein Video machen, sollen wir überhaupt die Pfeife mal zeigen und rauchen. Ja? Und deswegen, also ich und der Olli würden die Pfeife wirklich nur zu besonderen Anlässen verwenden. Und ja, das ist wie gesagt ein Einzelstück und da muss man natürlich auch aufpassen, gerade bei einer Genie Skyline, es ist Glas, ist klar, dass da nichts kaputt geht. Verarbeitung ist tadellos. Also egal, was man macht mit der Pfeife, wenn man sie anfasst, man merkt schon, sie ist wirklich super verarbeitet worden. Man hat keine rauen Stellen oder irgendwas. Es ist wirklich super aufgetragen. Du kennst dich da jetzt ein bisschen besser aus. Das ist ja mit Klarlack versehen und so weiter versiegelt wahrscheinlich, so dass nichts passieren kann. Das heißt also, ihr könnt es locker mit Wasser spülen und reinigen, nehmt aber keine Reiniger oder sonstiges, passt einfach auf, dass ihr sie am besten nur ganz normal reinigt mit Wasser und danach einfach mit einem Tuch wieder trocken macht, das war es eigentlich schon. Aber kein Mikrofasertuch. Genau. Das sind auch zwei Pflegehinweiszettel dabei, die habe ich jetzt leider nicht dabei, die habe ich leider dann vergessen, aber da steht halt drauf. Nur mit klarem, warmem Wasser ausspülen, das reicht vollkommen, wenn ich auch innen versiegelt, hat er gesagt. Oder steht auf dem Zettel, das reicht eigentlich, wenn man sie benutzt und so weiter. Normal halt trocknen, also mit einem Schirrhandtuch oder so, also kein Mikrofasertuch abtrocknen. Und genau. Was hat er noch so schönes zum Kohleteller als ja. Beispiel Brief geschickt? Leute, Glas ist erstens mal hitzeanfällig, ganz klar. Bitte seid nicht so doof und nehmt die Kohle und parkt diese für mehrere Minuten auf dem Kohleteller. Es kann nicht gut gehen. Zum Abklopfen, okay, abklopfen ist kein Problem. Das könnt ihr machen, das macht gar nichts, ja.
Aber bitte nicht auf die Idee kommen, die Kohle einfach mal für längere Zeit auf dem Kohleteller zu parken. Warum nicht, Olli? Ja, erstens greift es auf jeden Fall den Lack an. Weil ich sag mal so, legt mal Kohle auf euer Auto, dann wisst ihr warum. Der Lack wird auf jeden Fall was davon tragen und das Glas kann halt trotzdem springen, auch wenn es hitzebeständig ist. Aber je länger ich es drauf liegen lasse, die Spannungen im Glas und so weiter, kann halt jedes Glas zerstören. Und vor allem auch der Lack. Genau, der Lack ist halt wirklich hauptsächlich. Also der wird das erste gleich irgendein Loch, Brandloch kriegen, Brandfleck oder sonst was. Ja. Und das wollt ihr ja nicht, wenn ihr schon so viel Geld ausgeben habt, so eine Pfeife. So ist es. Dann, was man auf jeden Fall auch noch noch sagen muss, ist, dass die Pfeife von Anfang an, wenn sie nach Hause kommt, erstmal noch aushärten bzw. trocknen muss. Also der Lack und so weiter, der darauf gegeben wurde, braucht natürlich eine gewisse Zeit, um eine gewisse Endfestigkeit und so weiter zu bekommen. Deswegen, wenn ihr die Pfeife zu Hause auspackt, steckt sie zusammen und lasst sie einfach mal trocknen. Ja? Und auch der Geruch, am Anfang riecht man noch richtig diesen Lack. Ja? Genau. Und dieser Lackgeruch ist völlig normal. Das ist egal, was ihr lackiert oder lackieren lasst, es ist immer so ein gewisser Geruch dabei. Jetzt mittlerweile haben wir sie schon zwei Wochen. Gute zwei Wochen trocknen lassen und jetzt riecht man gar nichts mehr. Jetzt, selbst wenn ich jetzt hingehe, riecht man es nur noch ganz, ganz dezent, wenn man mit der Nase wirklich ans Material hingeht und riecht. Und auch beim Rauchen, hast du irgendeinen Geschmack, was jetzt nichts mit Tabak zu tun hat? Nein, gar nichts. Richtig. Was jetzt bloß leicht kratzt, ist einfach, weil der Tabak drin ist und hast so das leichte, der Rest, was wir jetzt aus der Dose raus haben, der ist ein bisschen zu feucht. Überfeucht, ja. Und deswegen kratzt das ganz, ganz, ganz dezent, deswegen hustet man, aber es ist jetzt, man hat keinen einzigen Beigeschmack von einem Lack oder sonst was, also. Richtig. Da braucht ihr keine Angst haben. Dann, ihr könnt auch entscheiden, was ihr an Geld dafür ausgibt. Ganz klar, wenn jetzt jemand sagt, okay, 480 Euro ist mir zu viel, es gibt auch kleinere Variationen, was man für euch macht. Ja? Es fängt an bei Mundstücken zum Beispiel. Ihr könnt euch Mundstücke designen lassen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt so ein schönes Timeless-Glas-Mundstück habt mit einem in der Mitte, sage ich jetzt mal, so einem Bubble oder sonstiges, dann könnt ihr das nur lackieren lassen. Das kostet natürlich bedeutend weniger Kohle. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt nur die Bowl zum Beispiel speziell lackiert haben. Oder ein anderes Teil, was zur Shisha gehört. Ja? Oder es muss ja nicht mal eine Shisha sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Also ihr könnt da wirklich von allem Möglichen euer eigenes Design gestalten lassen. Ob es jetzt eine komplette Pfeife ist, selbst die muss nicht 480 Euro im Endeffekt kosten. Es kommt natürlich darauf an, wie aufwendig das Ganze ist. Ob jetzt da ein Motiv mit drauf ist, das kostet natürlich mehr, wie wenn nur ein Logo mit drauf ist oder nur irgendeine Verzierung drauf ist. Das ist auch klar. Also man kann auch zwischen 200 und 300 Euro für eine komplette Pfeife zahlen. Das kommt natürlich immer darauf an, was ihr im Endeffekt bekommt, ja, oder bekommen wollt. Das ist natürlich dann im Endeffekt eure Entscheidung. Und ihr macht diesen Preis vorher mit Manhattan Trends aus und dann wird das Ganze erst in Auftrag gegeben und verschickt im Normalfall an Manhattan Trends von euch. Das heißt, macht im Vorhinein aus, was wollt ihr haben, wie viel soll das kosten und dann kommen auch keine bösen Überraschungen in den Nachhinein, wo ihr dann sagt, nee, das ist mir viel zu teuer oder so. Das kann da gar nicht passieren, weil das alles im Vorhinein abgeklärt wird. Also preislich gesehen, ja, es ist immer Sache, viel Geld, ist ganz klar. Aber wenn man so wirklich im Nachhinein sieht, was man da bekommen hat, also jetzt, wir haben es ja bekommen, alleine die Arbeitszeit und die Qualität, vor allem wenn ich mir hier den Till angucke, das ist wirklich, also ich erkenne ihn sofort. Man weiß, dass er das ist, wenn ja. Man die Gruppe natürlich kennt. Das ist so eine hervorragende Arbeit, vor allem ihr wisst selber, wie schwer auch Airbrush und was weiß ich ist. Und vor allem, wenn ich den Lack so angucke, es ist wirklich kein Billiglack. Es ist sogar so ein Glitzerlack. Man sieht es richtig, wie schön glitzert. Man kann ja auch Flip-Flop. Wollte ich gerade sagen, am Kohleteller machen. Genau, wie es der Steini auch hatte in seinem. Genau. Und so weiter. Also man kann wirklich sehr viel machen. Wenn man sieht, was er für Arbeit reinsteckt, was er wirklich für Lack verwendet und wie er das Zeug macht, also wirklich mehr Qualität, ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Für alle, die wo sagen, das ist viel zu teuer, macht es selber mal. Oder versucht es selber mal, ganz normal irgendwas zu lackieren. Ganz normal zu lackieren, also nur schwarz drüber lackieren oder irgendwas. Ihr habt sofort Nasen drin, wenn ihr das nicht richtig macht. Oder Staubeinschlüsse, Haareinschlüsse, wenn ihr nicht einen speziellen Raum habt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel aufwendig. Dahinter, aufwendig und so weiter. Also ich sag, der Preis ist top.
Ja, und ihr bekommt wirklich ein 1A-Produkt. Ja. Ihr müsst einfach mal unten in der Videobeschreibung schauen, da habe ich euch die Gruppe und die Seite verlinkt, wo man noch mehrere Pfeifen sieht, wie sie dann im Endeffekt an den Kunden rausgesendet worden sind. Zum Beispiel die Paul Walker Pfeife. Hammer. Abartig geiles Teil. Die Wrestling Pfeife von Steini. Grandiose Arbeit, ja. Also wirklich, der Mann weiß, was er macht. Und deswegen sage ich, wenn ihr sowas Außergewöhnliches haben wollt, dann macht es auf jeden Fall bei Manhattan Trends, weil ich kenne keine Firma bzw. keine Person, die so eine zuverlässige Arbeit bis jetzt verrichtet hat. Das gibt es eigentlich gar nicht momentan. Nee, also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und ich habe auch gerade noch was gesehen, ich suche es mir bloß gerade noch mal raus. Auf der Seite, die ich eben auch in der Videobeschreibung verlinkt habe, da findet ihr einen Post, da steht drauf, eine Adventsaktion vom 18.11. bis 31.12. dieses Jahr bekommt ihr auf jeden bereits angefragten Preis 15% Rabatt. Und jeder dritte Auftrag bekommt eine Diamantstaubveredelung gratis dazu. Also das ist auch nochmal eine Überlegung, dann vielleicht dem Schatz zum Beispiel oder dem besten Kumpel oder sonst irgendjemanden zu Weihnachten zum Beispiel so einen Teil zu schenken. Weil wie wir schon gerade oder ich schon vorhin angedeutet habe, der Olli hat es zu seinem 30. Geburtstag bekommen und man hätte ihm nichts Besseres schenken können. Ja. Also wer ein Shisha-Fanatiker ist, der wird euch lieben, nachdem ihr ihm so eine Pfeife schenkt. Ja, also das kann ich euch sagen, auch ich wäre ausgerastet, wenn man mir so eine Pfeife geschenkt hätte. Deswegen, es gibt für einen Shisha-Raucher, glaube ich, nichts Geileres wie so eine einzigartige Pfeife. Richtig. Und ja, ich denke, das sollte soweit eigentlich das Wichtigste sein, was wir euch sagen wollten zu dieser Pfeife. Und wenn man schon so eine außergewöhnliche Pfeife als Reviewer in Auftrag gibt, dann wollen wir sie euch natürlich auch zeigen. Und deswegen haben wir die Pfeife jetzt auch geraucht. Ja? Genau, und vor allem auch die Arbeit wertzuschätzen. Weil wirklich, man muss sie einfach zeigen. Und deswegen haben wir gesagt, Review muss sie auch, weil wir wollen den guten Mann auch unterstützen, weil er wirklich sehr geile Arbeit geleistet hat. Und richtig, ja, und deswegen noch einmal vielen, vielen Dank, Mike, dass du wirklich so tolle Arbeit geleistet hast und dass du auch wirklich täglich mit mir Kontakt hattest, dass wir auch wirklich diese Pfeife so verwirklichen konnten, wie ich es eben haben wollte im Endeffekt. Gut, ich denke, das wäre es soweit dann gewesen. Und dann sagen wir danke fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr euren Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten, abonnieren direkt unter uns und zu unserem letzten Review geht es wie immer hier vorne auf der rechten Seite weiter. Dann sagen wir danke, bis zum nächsten Mal, euer Shisha Olli und Big2B. Servus!